Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema Rechte der Arbeitnehmer in einem kleinen Betrieb, also wo man keinen Kündigungsschutz hat, wo nicht mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt sind. Welche Rechte hat man wirklich? Und dazu habe ich eine interessante Zuschauerfrage. Sengo 10 fragt, hat immer sehr interessante Fragen, fragt jetzt, finde es toll, dass Sie auch die Arbeitgeberseite besprechen. Können Sie auch ein Video für Arbeitnehmer in Betrieben mit 10 oder weniger machen? So verhaltensweise, ob das mehr zum Vorteil, sprich das Zwischenmenschliche oder Nachteil ist? Ja, also, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich interessiert mich, weil ich das immer wieder auch sage und da können wir mal ruhig mal wieder was zu machen. Das Problem ist ja folgendes. Ich habe ja grundsätzlich auch im kleinen Betrieb fast alle Rechte, die ich auch im großen Betrieb habe. Ja, also Arbeitszeitgesetz gilt genauso, die ganzen Schutzgesetze gelten. Der Arbeitgeber kann mir bestimmte Weisungen erteilen oder nicht erteilen, die müssen verhältnismäßig sein. Ich muss bestimmte Dinge nicht machen und so weiter. Das Problem ist aber immer, es steht ja immer im Raum, im kleinen Betrieb, dass ich ja keinen Kündigungsschutz habe. Auch wenn der Arbeitgeber nicht maßregelnd kündigen darf. Also der Arbeitgeber darf auch im kleinen Betrieb nicht sagen, was, du machst dies und das nicht oder du verlangst eine Überstundenvergütung, also jetzt kündige ich dir dafür. Aber das wird er nicht machen. Er wird einfach nur eine Kündigung aussprechen. Und gegen die Kündigung kann ich mich schlecht wehren, weil kein Kündigungsschutzgesetz gilt. Und dementsprechend muss ich mir natürlich überlegen, welche Rechte ich geltend mache. Und deswegen sage ich, ja, also im Kleinbetrieb letztendlich de facto weniger Rechte. Dafür ist es im Kleinbetrieb gemütlicher, ja, schöner, weil man dort nicht so viele Leute hat und da hat man es so familiärer letztlich. Ja, der Arbeitgeber hängt auch mehr mit im Boot, also der Chef hängt mehr mit im Boot. Das sehe ich ja auch bei uns, weil wenn meine Mitarbeiter jetzt irgendwie schlecht arbeiten oder schlecht drauf sind, dann ist es durchaus auch für mich von Nachteil, weil man das sofort im Umsatz, in der Kundenzufriedenheit, in allen Dingen merkt. Ja? Ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter, die aber auch natürlich ihre schwachen Phasen haben, wie ich auch. Und wenn hier mehrere Leute so in so ein paar Wochen, Monaten, merke ich das immer mal wieder, dann muss man immer wieder ein bisschen Impuls geben hier, weil alle so ein bisschen anfangen so. Ja. Und dann werden wir natürlich auch ein bisschen unzufrieden, insbesondere ich, weil ich dann sehe, ja, wie so das Betriebsergebnis so langsam nach unten geht. Das finden wir nicht gut. Ja. Das sind nicht jetzt immer unbedingt die wirtschaftlichen Zahlen. Also ich sag mal, bei uns ist vieles auch, dass wir in bestimmten Dingen eine bestimmte Qualität leisten wollen. Mandantenunzufriedenheit schlägt auch, also unzufriedene Mandanten machen mich auch nicht zufrieden, aber auch meine Mitarbeiter nicht. Ja? Wir fangen dann an, uns mit Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Und das meiste ist vermeidbar. Wir haben über die Jahre super Standards entwickelt, aber wie man so ist, wir haben so bei wenig Leuten, wirkt sich das schon aus, wenn ein, zwei gleichzeitig nicht gut drauf sind, einer vielleicht noch krank ist, dann wirkt sich das schon aus. Und das ist eben der Nachteil gegenüber einem großen Betrieb, wo es sehr viele Leute gibt, wenn da mal ein paar nicht so volle Kraft arbeiten, 10-20% hat man eh immer, die nicht volle Kraft arbeiten. Insofern ist das da nicht so zu merken. Ja? Bei uns merkt man das. Und das ist eben auch ein Problem des kleineren Betriebs. Und da können eben Stress Sachen entstehen daraus. Ja, da kann Unzufriedenheit entstehen und dann eben wechselseitige Dinge, die nicht schön sind. Insofern, dann Verhaltensweisen wurde noch angesprochen. Ja, man muss sich halt eben immer klar machen, dass man kündigungstechnisch schlecht dasteht im kleinen Betrieb. Das heißt, wenn die Chemie nicht mehr stimmt, dann wird der Arbeitgeber nur noch quasi nach seinem nackten Nutzen gucken. Ich zum Beispiel arbeite mit meinen Mitarbeitern hier, mit meinem Team extrem gerne zusammen, auch menschlich. Also selbst wenn da jemand mal eine schwache Phase hat oder ich von jemand phasenweise nicht überzeugt bin, würde ich das sehr, sehr schwer finden, jemand zu sagen, ich möchte kündigen oder ich möchte nicht mehr oder so, weil ich einfach die wahnsinnig gern habe. Das ist aber nicht überall so. Das hat nicht jeder. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte früher auch manchmal Mitarbeiter, wo das nicht so war. Ja, und wo man dann auch, zwar trotzdem, ich habe nie gern gekündigt, aber wo man jetzt zum Beispiel eigentlich nur überlegt hat, ja,
wie geht es dem jetzt mit der Kündigung oder so, aber wo man jetzt nicht ganz egoistisch gesagt hat, ich will aber mit dem weiterarbeiten, ja, ich will den behalten. Und das ist, muss man sich immer als Arbeitnehmer und auch als Arbeitgeber im Kleinbetrieb genau überlegen, wo bin ich da, wo stehe ich da, wie stehe ich da zwischenmenschlich und dann seine Konsequenzen ziehen. Jenseits von Kündigung ist ein Kleinbetrieb eben auch ein sehr sensibles System, weil man eben doch sehr eng miteinander ist und dadurch eine Menge von dem anderen weiß, was man sonst in einer größeren Unternehmen vom Chef vielleicht gar nicht weiß oder vom Mitarbeiter. Vielleicht auch Dinge, die man eigentlich lieber gar nicht wissen wollte oder die gar nicht so gut sind, dass man die weiß. Tja, da gibt es jede Menge Spielregeln, die sich daraus entwickeln. Und wichtig ist, dass aus meiner Sicht in beide Richtungen, als Arbeitnehmer im Kleinbetrieb muss ich meinem Arbeitgeber vertrauen können. Sonst lebe ich ja permanent auf dem Schleudersitz. Ich kann ja nicht jede Minute damit rechnen, dass ich rausfliege. Ja? Ich muss dem in gewisser Weise vertrauen können. Und umgekehrt als Arbeitgeber ist Vertrauen extrem wichtig. Also für mich persönlich ist es unvorstellbar, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den ich nicht vertraue. Also in so einem Kleinbetrieb. Im größeren Unternehmen habe ich ja auch schon gemacht, war mir das egal. Da habe ich bestimmten Leuten der Mehrzahl gar nicht vertraut und das war mir völlig egal. Ja? Aber in so einem Kleinbetrieb ist das wichtig, dass man dieses hundertprozentige Vertrauen hat, gerade wenn man in so einem Job wie bei uns arbeitet. Also wo man doch in vielen heiklen Bereichen unterwegs ist. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht, das so darzustellen, wie das so einerseits im rechtlichen und andererseits im zwischenmenschlichen Bereich aussieht. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Sonst gerne nochmal nachfragen, weil ich das Thema sehr spannend finde, weil es mich ja auch selbst betrifft. Zum einen eben als Berater, zum anderen aber auch selbst als Arbeitgeber. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.